Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, dass Sie schon zu früh zu uns ins Parlament gekommen sind. Und herzlich willkommen beim Pressefoyer nach dem Ministerrat. Ihre Gesprächspartner sind heute Vizekanzler Werner Kogler und Verfassungsministerin Caroline Edt-Stadler. Frau Verfassungsministerin, bitte. Einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Vizekanzler. Du lässt mir heute den Vortritt, wenn es darum geht, die Informationsfreiheit im Parlament zu beschließen und seitens der Regierung noch einmal darzulegen, warum wir das machen, was wir hier machen und wie es weitergeht. Der Umstand, dass wir heute gemeinsam vor Ihnen stehen, ist wirklich harter und konsequenter Arbeit geschuldet. Über 3,5 Jahre haben wir die Informationsfreiheit verhandelt, wir haben das Gemeinsame vor das Trennende gestellt und heute im Nationalrat wird der Beschluss zum Informationsfreiheitsgesetz gefasst werden. Eine Zweidrittelmehrheit, die nur möglich ist, weil die SPÖ auch dieses Gesetz unterstützt. Somit ist mit dem heutigen Tag das Gespenst der Informationsfreiheit verbannt und es wird tatsächlich Realität und Sie sehen, ich kann meine Freude darüber nicht verbergen, denn es war wirklich das Bohren harter Bretter und es war notwendig, hier einiges einzusetzen, auch an Verhandlungsgeschick, um hier so weit zu kommen. Der moderne Rechtsstaat ist da. Wir haben aber immer ganz großen Wert darauf gelegt, dass wir eine Abwägung schaffen zwischen dem Informationsbedürfnis von Bürgerinnen und Bürgern im 21. Jahrhundert, aber auch einem Augenmaß für die Verwaltung, dass es hier nicht zu einem Lahmlegen kommt. Es war unser Anspruch, hier auch Leidenschaft an den Tag zu legen, um hier tatsächlich auf die Höhe des 21. Jahrhunderts zu kommen mit einem ganz wesentlichen Gesetz. Und ich bin unzählige Male in Interviews gefragt worden, dem Vizekanzler ist es wahrscheinlich ähnlich gegangen, ob denn dieses Gesetz noch kommt. Und ich habe immer gesagt, ja, es wird kommen, aber gut Ding braucht Weile. Und manche Kritik war natürlich berechtigt, das hat lange gedauert, aber wenn man einen derart großen Paradigmenwechsel durchführt und das Amtsgeheimnis, das im Jahr 2025 für 100 Jahre in der Bundesverfassung gewesen sein wird, abschafft, dann glaube ich, sollte man sich auch die Zeit nehmen, um das mit allen, die es betrifft, auch entsprechend durchzuverhandeln. Warum spreche ich von Paradigmenwechsel? Wir schaffen dieses Relikt unserer Verfassung ab, wir schaffen ein Grundrecht auf Zugang zu Informationen und damit auch die Rahmenbedingungen für einen modernen Rechtsstaat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, viele Vorgängerregierungen haben es versprochen, wir haben es umgesetzt. Und ich darf noch einmal ganz kurz zurückblicken. Der Begutachtungsentwurf aus dem Jahr 2021 hat über 200 Stellungnahmen eingebracht. Den einen war es viel zu wenig, den anderen war es viel zu viel. Wir haben jedes einzelne Bedenken sozusagen diskutiert und auch ernst genommen. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle für die vielen wertvollen Beiträge bedanken. Die Gespräche wurden geführt mit den Bundesländern, mit dem Gemeindebund, mit dem Städtebund, mit den Sozialpartnern, der Wissenschaft, aber auch der Zivilgesellschaft. Und wir haben dann in viel Arbeit auch einen Entwurf für eine Regierungsvorlage erarbeitet und heute, glaube ich, können wir davon die Früchte ernten. Ich möchte mich ganz besonders bei dir, lieber Werner, bedanken für die konstruktive und gute Zusammenarbeit, auch die Geduld, die es braucht, wenn so ein Gesetz eben auf den Weg gebracht werden muss. Ich möchte mich aber auch bedanken beim Jörg Leichtfried, Vorsitzender des Verfassungsausschusses, denn ohne die SPÖ wäre es nicht möglich, ein Verfassungsgesetz zu beschließen. Und die, wie auch Hamedner vom Forum Informationsfreiheit sagt, die Zeitenwende hier einzuleiten. Vielleicht darf ich nur ganz kurz auf die zwei Säulen des Informationsfreiheitsgesetzes eingehen. Was ändert sich? Erstens wird es Informationen geben, die von allgemeinem Interesse sind und die proaktiv zukünftig zu veröffentlichen sein werden. Und zum Zweiten wird es darüber hinaus eine passive Informationspflicht zu geben auf Anfrage von Bürgerinnen und Bürgern, aber natürlich auch auf Anfrage von Journalisten. Die proaktive Informationspflicht gilt für alle Organe der Verwaltung, Organe der ordentlichen Gerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichte, Verwaltungsgerichtshof, Verfassungsgerichtshof, den Nationalrat, den Bundesrat, den Rechnungshof und die Volksanwaltschaft. Die Ausnahme von der proaktiven Informationspflicht betrifft Gemeinden unter 5.000 Einwohnern und das ist mir auch ganz wichtig zu betonen, wir wollen eben kein Lahmlegen der Verwaltung, wir wollen gerade die kleinen Einheiten hier auch schützen, aber zum Ersten ist es natürlich möglich, dass auch Gemeinden unter 5.000 Einwohnern proaktiv ihre Informationen zur Verfügung stellen und zum Zweiten ist jede Gemeinde, ganz egal welche Größe sie hat und welche Einwohnerzahl sie aufweist, verpflichtet auf direkte Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern zu antworten. Zum Zweiten schaffen wir dieses verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Zugang
zu Information, und das ist auch der Paradigmenwechsel, vielleicht die Zeitenwende, von der gesprochen wird, und damit ist auch klar, dass zukünftig Informationen binnen 4 Wochen zu erteilen sind. Nur in Ausnahmefällen kann diese Frist noch einmal um 4 Wochen, also auf insgesamt 8 Wochen, verlängert werden. Und das große Novum ist auch, dass zukünftig Unternehmen, Stiftungen, Fonds, Anstalten hier Informationen auf Anfrage zur Verfügung stellen müssen. Es gilt auch hier, wie bei allen anderen Informationen, Geheimhaltungsgründe einzuhalten. Also wenn es auch darum geht, dass manche Dinge nicht preisgegeben werden können, jetzt gesprochen für den Staat, wenn es um Sicherheitsfragen geht, wenn es um militärische Fragen geht, bei den Unternehmungen, Stiftungen und Fonds und Anstalten kommt noch hinzu, dass Informationen dann nicht zu erteilen sind, wenn die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt wäre. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Eine Sache vielleicht auch noch im Zuge der Geheimhaltungsgründe ist darauf hinzuweisen, dass bei der Interpellation hier, wenn Sie so wollen, eine Ausnahme zu machen ist. Interpellation heißt, Abgeordnete können Regierungsmitglieder befragen über ihre Tätigkeit, und hier ist die Auskunft nur dann zu verweigern, die Information nur dann nicht zu geben, wenn schwerwiegende Gründe dagegen sprechen. Es hat auch jedes Regierungsmitglied zukünftig zu prüfen, ob nicht diese Auskunft, die in Form von Informationen erteilt werden kann, mit der Auflage, diese Interpellation dann nicht öffentlich zu machen, weil hier sozusagen Information vor Geheimhaltung stehen soll, und damit wird es noch einmal groß geschrieben. Wir reden hier von einer Klassifizierung. Eines möchte ich auch noch sagen, weil manche werden vielleicht sagen, jetzt erzählen wir schon wieder, was in der Informationsfreiheit steht. Es hat sich schon noch einiges getan in den letzten Wochen. Wir haben vor mehr als 2 Wochen einen Verfassungsausschuss gehabt. Das ist heute in den Medien falsch berichtet worden. Es war nicht im Justizausschuss, wo wir Expertinnen und Experten gehört haben, wo dargelegt worden ist, was noch an Änderungen gewünscht wäre oder wo auch noch Kritik ist. Und das sage ich auch ganz gleich vorweg, es wird immer Kritik geben. Aber ich denke, das Wesen eines guten Kompromisses ist es, dass am Ende keiner zu 100% zufrieden ist, aber dass doch alle davon sprechen, dass es ein großer und wichtiger Paradigmenwechsel ist. Was ist in diesem Verfassungsausschuss passiert? Die Experten haben gesprochen, wir haben auch das ernst genommen und haben auch aus diesem Expertenhearing einige Änderungen noch ins Gesetz aufgenommen. Hier ging es vor allem um Klarstellungen, aber auch zum Beispiel um eine Sorge, die geäußert worden ist, dass wenn Information nicht erteilt wird und im Wege der Verwaltungsgerichtsbarkeit diese Information sozusagen auf Erteilung geklagt wird, dass es dann passieren könnte, dass die Verwaltungsbehörden die Informationen, um das beurteilen zu können, nicht vorlegen. Das ist einfach jetzt noch einmal klargestellt, es haben hier die Behörden die Informationen den Gerichten zur Verfügung zu stellen, um hier auch entscheiden zu können, ob dem Grundrecht auf Information Genüge getan worden ist oder nicht. Ich sage das deshalb, weil es einfach wichtig ist, hier auch die Experten nicht nur zu hören, sondern auch in dem einen oder anderen Bereich das zu tun, was sie fordern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schaffen wir ein neues Verständnis für den Rechtsstaat. Gehen wir den Weg ins 21. Jahrhundert mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und ja, schaffen wir das Amtsgeheimnis mit 1. September 2025 ab. Das ist das, worüber die Abgeordneten heute am Nachmittag im Plenum auch abstimmen werden. Und ich denke, dass das der richtige Weg ist, dass wir hier wirklich einen historischen Schritt gehen. Bitte noch einmal um Nachsicht bei allen, die sich geärgert haben, dass so lange gedauert hat. Gut, Ding braucht Weile. Jetzt sind wir dort, und ich freue mich tatsächlich, dass der moderne Rechtsstaat jetzt da ist und mit 1. September 2025, Sie können sich das fett in den Kalender schreiben, wird das Grundrecht auf Zugang zu Informationen in Österreich auch umgesetzt sein und das Amtsgeheimnis in der Mottenkiste der Republik verschwinden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Verfassungsministerin. Herr Vizekanzler, bitte. Ja, danke, geschätzte Caro, danke für Ihr morgendliches Interesse. Die Verwaltung ist für die Bürgerinnen und Bürger da und nicht umgekehrt. Klingt einfach und gut, ist aber alles andere als selbstverständlich in der Geschichte unserer Republik. Das muss man ehrlich sagen. An der Stelle passt, glaube ich, wieder einmal Max Weber rein, aus mehreren Gründen. Erstens hat er sich sehr mit kompetenter und ehrlicher Politik beschäftigt und was das dann mit Verwaltung zu tun hat. Aber er hat natürlich auch gesagt, kompetente und ehrliche Realpolitik, frei übersetzt, ist das Bohren harter Bretter. Und das war ein verdammt hartes Brett. Kollegin Edtstadler hat sie ausgeführt. Wenn man es pathetischer sagen würde, könnte man sagen, da ist was, und es mutet auch so an,
aus dem vorigen Jahrtausend, ist 100 Jahre alt. Und es hat sicherlich Jahrzehnte oder soweit ich das überblicke, und ich bin jetzt ja auch schon lange nur dabei, wie Sie wissen, 20 Jahre gebraucht, um hier immer wieder anzutauchen. Und deshalb meine ich, ist das schon berechtigt zu sagen, dass das ein paar harter Bretter ist. Und es ist jetzt ein großer Erfolg gelungen, denke ich. Wir stehen heute am vorläufigen Ende eines guten und langen und steinigen Wegs. Aber am Ende dieses steinigen Wegs setzen wir gemeinsam einen Meilenstein, den halten wir für unverrückbar. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und das auch mit einer großen Mehrheit im Parlament. Das muss man auch dazu sagen. Auch das ist ja nicht selbstverständlich und geht im Getöse gerne unter. Und deshalb ist das eine, auch aus dieser Perspektive der demokratischen Entscheidungsfähigkeit, auch mal ein Meilenstein in eher turbulenten Zeiten. So, die Sache selber ist ja relativ klar, der Staat wird modernisiert. Die Abschaffung des Amtsgeheimnisses war ja die Voraussetzung für die Einführung des Rechts, auch das individuelle Recht auf Informationsfreiheit. Das sind die Zusammenhänge, die haben wir schon öfter erläutert, die wurden jetzt auch wieder skizziert und deshalb muss ich mich da nicht lang aufhalten. Es gelingt auf die Art und Weise, einen moderneren Staat zu machen, aber über dem Wege der Transparenz und so wird er auch, ja, und wir scheuen dieses Wort nicht, auch effizienter. Das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig in Zeiten wie diesen, bei Abwägung aller Interessen, die durchaus berechtigt waren. Ich komme zum nächsten Punkt. Wir haben ja auch die Bremser vor den Vorhang geholt. Mehr als ein Jahr, um nicht zu sagen zwei, drei Jahre, hat es ja so ausgeschaut, als ob das nicht gelingen würde gemeinsam. Auf der einen Seite die Bundesländer, die Gemeinden, die aber, und wenn man sich ehrlich damit beschäftigt hat, auch berechtigte Interessen eingebracht haben. Und deshalb war es dann auch noch einmal, mehrmals auf der Etappe, ein Kompromiss, den man hier machen musste, der aber ein guter Kompromiss ist. Und auch das beschreibt, wie ehrliche, vernünftige, faktenbasierte Realpolitik gelingen kann. Und ich stehe ja nicht an, dass ich jene, und wir haben ja da natürlich die Taktik geändert, jene, die ich vor den Vorhang gebeten habe, weil sie die Bremser waren, dann auch jetzt wieder loben möchte. Das bezieht sich natürlich auf die Bundesländer im Speziellen, weil sie ja erstens jetzt dabei sind, auch die Sozialdemokratie ist dabei. Vielen Dank dafür, ehrlicher Dank an der Stelle, dass das auf diese Art und Weise gelungen ist. Ja, wären wir mit dem Erstentwurf immer die Fahne hochhaltend durch die Lande gezogen, dann könnte man jetzt nicht so dastehen, nicht hier am Boden des österreichischen Parlaments, wo die Gesetze beschlossen werden. Und das ist, finde ich, auch einmal bemerkenswert, um nicht zu sagen anerkennenswert, aber das muss ich hier anderen überlassen, wenn in diesen schwierigen Zeiten konstruktive Lösungen gelingen. Das ist nämlich auch eine Botschaft an diesem Tag. Und wie gesagt, danke nochmal an die Sozialdemokratie für die konstruktive Mitarbeit. Und natürlich auch für die anderen, die hier mitgewirkt haben, die Zivilgesellschaft und Teile davon sind ja schon erwähnt worden, auch da gilt Dank, die waren auch sehr hartnäckig. Vielleicht ist aus Sicht des einen oder der anderen nur 99% umgesetzt, aber 99% ist verdammt viel. Und jetzt nehme ich gleich was vorweg. Wer bei 99% das Glas halb voll sieht oder nicht einmal das, der ist entweder ein bisschen blind und es fällt ihm der Durchblick oder er ist bösartig. Ich kann das nicht anders sagen. Also wir verteidigen das. Das ist eine gute Sache und das wird uns im Sinne der Modernisierung vorwärts bringen. Genau wie wir es gesagt haben. Und ja, was sieht man wieder? Man braucht schon, also bei diesem harten Brett, eine Vision, einen Plan, wie man es macht, die Fähigkeit zu navigieren und das wieder auch mit Umsetzungskraft dann wirklich herzubringen. Ja? Das ist es, glaube ich, was hier das Bemerkenswerte auch ist. Und deshalb noch einmal am Schluss, Sie kennen es jetzt schon, bye-bye Amtsgeheimnis, hello Infofreiheit. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Wir kommen nun zu Ihren Fragen. Frau Waldecker vom OF Radio. Mikrofon kommt von der Seite. Es ist jetzt 1,5 Jahre Zeit, bis dieses Gesetz in Kraft tritt. Die Experten haben Ihnen beim Hearing auch gesagt, da gilt es auch in den Köpfen der Beamten, der Verwaltung einiges zu tun. Wird es da Schulungen geben? Wie gehen Sie damit um? Wir lassen auf dem Weg zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses und zur Einführung des Grundrechts auf Zugang zu Informationen niemanden alleine. Das ist einmal das Erste. Das ist mit ein Grund, warum wir diese Legisvakanz von ein bisschen mehr als 1,5 Jahren auch hier bewusst setzen,
um hier auch Schulungen vornehmen zu können, um mit Leitfäden vorzugehen, diejenigen, die Auskunft und Informationen zukünftig erteilen müssen, auch darauf einzustellen, wie wendet man die Geheimhaltungsgründe an, was kann sozusagen ausgenommen werden, was muss ausgenommen werden, wo muss trotzdem Information erteilt werden, wiewohl ich dazu sage, dass natürlich einige Dinge auch erst durch die Gerichte dann im Laufe und nach Rechtskraft des Gesetzes entschieden werden müssen. Aber das ist das eine. Das andere ist, dass wir diese 1,5 Jahre bis zum 1. September 2025 intensiv nützen werden müssen. Es gibt zig Gesetze, Verordnungen, wo das Wort Amtsgeheimnis vorkommt. Es geht vom Strafgesetzbuch bis zu einzelnen Materiengesetzen, Verwaltungsgesetzen. Das muss alles geändert werden bis zum wirklichen Inkrafttreten am 1.9.2025. Das heißt, wir werden auch hier jetzt nicht die Hände in den Schoß legen. Es ist der Verfassungsdienst schon dabei, jetzt auch alles zu screenen und die entsprechenden Unterstützungen auch den Materiengesetzgebern zu geben und den Ressorts, damit diese Änderungen tatsächlich zeitgerecht durchgeführt werden können. Noch einmal wichtig ist mir zu sagen, es muss sich keiner fürchten, dass das irgendwie schwierig wird in der Umsetzung, denn wir sind auch im Bundeskanzleramt dabei, eben Schulungen zu organisieren. Wir sind in Gesprächen mit dem Gemeindebund, weil das wird natürlich schon, und davon gehen wir aus, gerade am Beginn wahrscheinlich einen Peak geben an Anfragen auf Auskunft und Informationserteilung. Vielen Dank, Frau Kollegin Striebel vom ORF. Ja, das Amtsgeheimnis ist also mit dem heutigen Tag beendet. Sie haben auch das Bundesverwaltungsgericht nun besetzt. Welche konkreten Projekte in Ihrem Zuständigkeitsbereich können Sie denn noch realistisch bis zur Wahl, sei es im Herbst wahrscheinlich, umsetzen? Also Bundesstaatsanwaltschaft wird man sich wahrscheinlich eher nicht einigen. Klimaschutzgesetz lässt auch noch auf sich warten. Was ist denn da überhaupt realistisch? Ja, wenn es so breit gefragt wird, erstens mal gibt es schon einen gemeinsamen Vorrat noch im Regierungsprogramm, das kann man ja nachlesen. Darüber hinaus haben wir ein paar zusätzliche frische Initiativen, die die Notwendigkeiten der Zeit bringen. Ich möchte noch einmal erwähnen, das ist noch nicht so durch, dass wir intensiv daran arbeiten, mehrere Ressorts und auch gemeinsam mit dem Bundeskanzler und eben ich auch für die einerseits gegen die Krise der Bauwirtschaft was zu tun, dass dort die Arbeitslosigkeit jetzt nicht beginnt besonders zu steigen, will heißen, eine Initiative in den sozialen und ökologischen Wohnbau und auch vor dem Hintergrund der notwendigen Wohnraumbeschaffung. Da gibt es sehr, sehr viel. Da ist erstens einmal, das sind die Methoden des Finanzausgleichs anzuwenden und umzusetzen und noch was mit auf die Reise zu geben. Da wird an größeren Projekten gearbeitet. Das halten wir tatsächlich für wichtig. Da sind wir auch in Kontakt mit den Wirtschaftswissenschaftlern an dieser Stelle. Das ist einmal nicht klein, kann ich nur sagen, und das würde mehrere Ziele auf einmal bringen, würden Sie nicht einmal im Regierungsprogramm finden, aber wer hat denn damals gerechnet mit dieser Krise? Das müssen wir aber jetzt herbringen, damit es die nächsten Monate und Jahre wirkt und wir hier in eine mehrjährige Delle kommen, einen Haufen Arbeitslose haben, Bauwirtschaftsgeräte still herumstehen und eher großer Wohnungsbedarf ist. Das scheint einleuchtend und so gibt es mehrere Dinge, wo wir noch weiterkommen wollen. Was den Klimaschutz betrifft, ist es so, dass wir ja ehrlicherweise mal die 3,5 Jahre so viel weitergebracht haben, wie andere 35 Jahre nicht. Das kann man mittlerweile am Sinken der Emissionen messen. Wir sind da ja sogar voll im Zielpfad. Allerdings, klar ist, es muss noch deutlich mehr passieren, dass wir die Unionsziele mal bis 2030 erreichen und uns auch und unsere selbstgesteckten bis 2040, 2050. So. Da spielt das Klimaschutzgesetz, das so heißt, eine Rolle. Andere, die nicht so heißen, sind ja beschlossen, aber bringen genauso viel für den Klimaschutz. Es ist auch das ein bohrenharter Bretter. Wir werden sehen, vielleicht kommen wir da noch zusammen. Das wird auch ein Gesamtpaket sein, weil natürlich die Industrie eine gewisse Sicherheit braucht, hier weiter investieren zu können und auch im Übrigen die Transformation so vorantreiben, wie es gedacht ist. Wenn wir uns anschauen, dass die FÖST, wurscht, ob es jetzt in der Obersteiermark bei mir zu Hause ist oder in Linz, eines der ersten Unternehmen weltweit werden wird, das grünen Stahl produziert, dann werden wir feststellen, dass das nicht umsonst gekommen ist, sondern mit den Entscheidungen der letzten
Monate und der nächsten Monate zu tun haben wird. Und selbstverständlich ist das gar nicht. Das geht gemeinsam mit der Europäischen Union, das sind Richtlinien und Förderkonzepte, aber erst recht mit unseren Programmen. Und da muss man jedes Monat dahinter sein, dass das auch in diese Richtung geht. Das setzt im Übrigen voraus, dass wir sehr viel grünen Strom brauchen, sonst wird es kein grüner Stahl. Wir haben gut zu tun an der Stelle und da sind wir auch dran. Genauso, da geht auch sehr viel weiter, was die Unabhängigkeit vom russischen Gas betrifft, weil wir haben ja genau diese Themen gleichzeitig zu lösen. Weniger Gas von Diktatoren, speziell von Russland, und gleichzeitig den ökologischen Umbau der Industrie zu organisieren. Also da steckt ganz viel drinnen, da stimmen wir zu 99% überein, und es gibt halt immer noch einen Rest, wo wir nicht übereinstimmen. Das ist ja kein Geheimnis in der laufenden Regierungsarbeit, aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass mit mehreren Ressorts und Lenore Gewessler so viele Fortschritte hier gekommen sind wie noch nie und es noch weiteres zu tun gibt. Und wenn ich aus meinem Bereich was dazu sagen darf, dann fällt mir hier einiges ein, aber vorab eine Anmerkung, die ich mir jetzt nicht verkneifen kann. Wir schaffen heute wirklich was Großes, was Revolutionäres, glaube ich, was es in die Geschichte vermutlich eingehen wird, dass wir das Amtsgeheimnis abschaffen, und wir sind ja Kummer gewöhnt mittlerweile. Also es wird ja dann sofort nach dem Nächsten und dem Nächsten und dem Nächsten gefragt, aber ich kann Ihnen natürlich eine inhaltliche Antwort darauf geben. Sie erinnern sich an das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes zur Aufhebung der Handydatenauswertung. Hier ist einiges zu tun. Ich bin hier in engen und intensiven Gesprächen mit der Justizministerin, um hier ein Paket auch auf den Weg zu bringen. Es geht auch um den Ersatz der Kosten für die Verteidigerinnen und Verteidiger bzw. also für die Beschuldigten im Falle von Freispruch und Einstellungen. Es geht weiters darum, dass, und das betrifft natürlich Journalistinnen und Journalisten, das Medienprivileg mit 1.6. dieses Jahres außer Kraft treten wird und auch hier eine Sanierung, glaube ich, notwendig ist. Und ich sage es immer wieder, ich weiß, wir haben da nicht immer die gleiche Meinung, aber ich trete nach wie vor dafür ein, dass wir im Zuge dieser Diskussion auch über das andere Ende sozusagen sprechen müssen, nämlich das Zitierverbot zum Schutz von Beschuldigten im nicht öffentlich geführten Ermittlungsverfahren. Das sind jetzt nur ein paar Dinge, die mir spontan sozusagen einfallen, an denen wir intensiv auch schon arbeiten und ja, wo noch viel Arbeit auch im Detail steckt, aber noch einiges weitergebracht werden kann und aus meiner Sicht muss, denn gerade was Handydatenauswertung und Beschuldigtenrechte betrifft, glaube ich, müssen wir in die Vorlage kommen. Vielen Dank. Wir haben eine Frage von der APA. Zum angesprochenen Bundesverwaltungsgericht, da gab es Kritik, dass der drittgereihte Präsident, und vielleicht kann die Ministerin dazu kurz sich äußern, und das Zweite ist, gestern haben die großen NGOs auf eine Dauerlösung für die Ukraine-Geflüchteten gedrängt. Gibt es da irgendwelche Bewegungen dazu? Also das Zweite habe ich akustisch noch nicht verstanden, das Erste schon. Die großen NGOs haben gestern auf eine rasche Dauerlösung für die Ukraine-Vertriebenen gedrängt, dass die gleichgestellt mit anerkannten Flüchtlingen werden, ob es da irgendwelche Kommentare dazu gibt. Ja, aber zum Zweiten zuerst, dann, da wird schon daran gearbeitet, das Problem ist bekannt, es muss halt mit den anderen Bestimmungen auch in Übereinstimmung gebracht werden, die wir in Österreich haben, und wir haben ja da auf Basis der europäischen Vorgaben, vielleicht kannst du noch dazu sagen, eine gewisse Basis, aber es muss dann halt in jedem Land noch entsprechend adaptiert werden. Zum anderen, ja, ich halte es für enorm wichtig, dass nach über einem Jahr Nichtbesetzung der Spitze des Bundesverwaltungsgerichts eine Entscheidung getroffen wurde. Das ist mal das Allerwichtigste. Da haben wir auch alle Zurufe vernommen, die es gegeben hat, ob es jetzt von der renommierten Frau Dr. Chris ist, die entsprechende Kommentare auch in Zeitungen geschrieben hat, oder auch von den Präsidenten und also der Oberlandesgerichte. Es ist hier eine Entscheidung zu treffen. Dass wir uns da innerhalb des Dreiervorschlags nicht einig waren, ist ja offenkundig. Und jetzt ist aber das Ergebnis da. Der Bundes liegt jetzt beim Bundespräsidenten, derweil wir hier reden. Das wird nicht mehr lang dauern und ich gehe davon aus, dass er das bestätigen wird. Nämlich, weil aus diesem Dreiervorschlag ein hochkompetenter und unabhängiger Bewerber und Kandidat ausgewählt wurde von uns zum Vorschlag an den Bundespräsidenten, der den ganzen Vorgang ja auch noch mal bewerten wird.
dass das für uns alle nicht immer einfach war, ist klar. Aber es gibt auch eine staatspolitische Verantwortung, dass wir entscheiden. Und Sie haben ja zu Recht immer gefragt, warum so lange nicht entschieden wird. Jetzt gibt es eine Entscheidung, die ist gut gemacht und korrekt, auch wenn wir ursprünglich unterschiedliche Präferenzen gehabt haben. Und so ist es. Aber auch staatspolitische Verantwortung war es höchste Zeit, dieses zu tun. Und es hätte bei dem, was im Bundesverwaltungsgericht die nächsten Tage und Wochen zu entscheiden ist, keinen Aufschub mehr geduldet. Und das sehen auch viele, die das kritisch beobachtet haben, so und können diesen Schritt anerkennen. Und ich habe noch nichts gehört, dass dieser Kandidat nicht durchaus herausragend gut geeignet wäre. Also ich kann das nur unterschreiben, was der Herr Vizekanzler gesagt hat. Ich bin immer dafür eingetreten, dass man schnell besetzt. Jetzt ist natürlich die Frage von schnell relativ. Es gab eine Kommission, es gab einen Vorschlag, aber die Bundesregierung entscheidet sozusagen dann darüber und schlägt es dem Bundespräsidenten zur Unterfertigung auch vor. Und ich kann nur das noch einmal betonen. Das sind alles geeignete Kandidaten. Nicht immer kommt der Erstgereihte dran. Wir haben die gleiche Situation bei der Bundeswettbewerbsbehörde gehabt. Wichtig ist, dass alle gereihten Kandidaten auch höchst qualifiziert sind und dass ich froh bin, dass jetzt die Besetzung hoffentlich dann auch mit der Unterschrift des Herrn Bundespräsidenten rasch abgeschlossen werden kann. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen von Servus? Eine Frage. Wir sind ja heute im Parlament und es werden heute zwei Neuwahlanträge gegen Ihre derzeitige Regierung eingebracht, einmal SPÖ, einmal FPÖ, wird unter anderem begründet mit der Stimmung in der Bevölkerung, Angst vor parteipolitischem Hickhack jetzt in den nächsten Monaten bis zur Wahl hin. Was sagen Sie denn einmal zu der Kritik zu den beiden Anträgen und wie schwierig wird es denn dann, solche großen Projekte wie heute zu beschließen, wo man dann eben mehr als die eigenen Stimmen braucht? Naja, ich bin ja nicht der größte Fan von Meinungsumfragen, wie Sie wissen, aber wenn man die übereinander legt und dann doch welche liest, muss man schon den Eindruck gewinnen, dass es jedenfalls keine deutliche Mehrheit, eher Minderheit, wenn überhaupt in der Bevölkerung gibt, dass nämlich neu gewählt werden soll auf der Stelle, einfach so. Ja, im Übrigen verstehe ich schon so, dass wir eben ein Regierungsprogramm haben, das ja Verantwortung für Österreich heißt und das beinhaltet, dass wir was hackeln, solange das gute Ergebnisse erzielt. Ich betone erstens Ergebnisse und zweitens gute, die ja für beide passen müssen. So funktioniert eben apropos Parlament, parlamentarische Demokratie. Es geht immer, das ist ja für die Zukunft relevant, um gemeinsame Mehrheiten im Parlament. Das ist das Wichtigste in unserer Realverfassung, auch was Regierungsarbeit betrifft. Und solange, und ich halte es für sinnvoll und für richtig, hier einiges gelingt, wenn Sie sich anschauen, was in diesem Jahr schon wieder passiert ist, die Verlängerung und Änderung der Stromkostenbremse, die Adaptierung und die Senkung der Energieabgaben, die Übergewinnbesteuerung. Das ist ja nur das, was jetzt auch dieser Tage unterwegs ist, oder mit Mitte Jänner noch die Reform der Ausbildung, sage ich salopp, der Lehrerinnen und Lehrer, ganz wichtig für viele, viele Betroffene und für das Schulsystem und die Zukunft desselben und damit für unsere Kinder. Die Änderung in dem ganzen Bereich, auch viel wichtiger als früher und endlich geht was weiter im Psychotherapiebereich. Und das ist noch lange nicht alles. Also wenn ich mir die Liste anschaue, was jetzt schon wieder an Gesetzen und Vorhaben beschlossen wurde und gerade wieder wird und demnächst noch werden wird, dann kann sich das sehen lassen. Und daran wollen und sollen wir das messen. Deshalb halte ich das für sinnvoll, so vorzugehen. Und wenn wir das so hinkriegen bis zum Sommer, dann ist es einmal gut für die Republik, für die Ergebnisse, für die Bevölkerung. Zweitens ist es unserer Verantwortung entsprechend, weil die Legislaturperiode ist ja nicht umsonst auf 5 Jahre festgelegt. Das ist ja der Gesetzgeber, der muss ja damals irgendwas gedacht haben. Ja? Da steht ja nicht drinnen, dass man aufgrund von Fragen und Meinungsumfragen, die noch dazu das nicht einmal hergeben, dann hol oder roh Wahlen ausruft. Aber die Voraussetzung ist, dass wir gemeinsam was zusammenbringen. Gerade haben wir eben wieder den Beweis erbracht und so soll es ja sein. Ich darf nur eines hinzufügen. Mir hat kurz vor Weihnachten ein Journalist in einem Interview gefragt, warum eigentlich sozusagen die Regierung so schlecht bewertet ist, wo wir doch so wahnsinnig viel weitergebracht haben. All das und noch viel mehr, was der Herr Vizekanzler jetzt aufgezählt hat, haben wir mit Blut, Schweiß und Tränen erarbeitet, durchgebracht, viele Entlastungen geschaffen und ja, die allgemeine Stimmung ist eine schwierige, weil Sie die Bevölkerung angesprochen haben. Gebeutelt von Krisen, von großen Herausforderungen, von Krieg auf europäischem Boden, von einer Sorge, wie geht es weiter im Nahen Osten, Stimmungen, die auch hereingetragen werden in dieses Land. Na, klarerweise wirkt sich das auch auf die Stimmung aus. Aber ich glaube, man muss dann die Stimmung auch trennen von dem, was passiert ist und wie der Herr Vizekanzler gesagt hat, die Zeit, die uns zur Verfügung steht, auch hier effektiv nützen. Das tun wir und das werden wir auch weiterhin tun.
Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Damit danke ich mich vielmals für Kommen. Vielen Dank, Herr Vizekanzler, Frau Verfassungsministerin, und darf Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Dankeschön.